Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder beim Pro Cycling Manager 2015 und es geht weiter mit der Depan-Tour. Allerdings wollen wir nochmal schnell durchschauen, wo wir momentan so unterwegs sind. In der SIA World Tour ist Bardet jetzt sehr weit vorne. Aufgrund seines Sieges im letzten Event. Rodriguez ist auf Platz 10 mit 108 Punkten. Ist jetzt nicht unbedingt total schlecht, aber da soll natürlich noch einiges gehen. Dann haben wir einen Paulini hier mit dabei auf Platz 31. Christoph ist auf Platz 43, weil der relativ wenig gefahren ist in letzter Zeit. Machado ist auf Platz 57 und ich glaube, Morganov, ja, hat auch nochmal was gerissen. Spilak. Das waren aber schon unsere Fahrer, die in der SIA World Tour hier was getan haben. Continental, wir können nochmal im Super Prestige gucken. Im Super Prestige hat Rodriguez hier den 5. Rang und wahrscheinlich Spilak auch noch ein bisschen was. Ja, Spilak ist auf Platz 40, Christoph auf der 37 und dann können wir nochmal Siege anschauen. Da ist Rodriguez auf Platz 9, Christoph auf der 12 und ich denke Spilak dürfte da auch nochmal dabei sein, genau, mit einem Sieg bisher. Zakarin hat auch schon mal einen Sieg eingefahren, aber das ist es dann auch gewesen. Das so erst einmal die Platzierung in unserem Team. Und dann würde ich ganz gerne nochmal schauen. Ihr wisst, ich habe immer Probleme, diese Sache zu finden hier. Lalalala. Karriere. Ja, was dann beim letzten Mal bei rumgekommen ist, da werden nicht viele hier nochmal eine Ergänzung bekommen haben. Christoph war nicht dabei. Und da Ruta da Andalusia ist Moreno auf 14, wobei, nee, das war auch nicht dabei. Paulini auf Platz 8, der Gent Wevelgem und G3 Harel Beke war auf Platz 5. Das nochmal erwähnt. Und ansonsten Huerta Ciclista a Cataluña war Rodriguez gerade bei den Sprint-Etappen, das war auch das Tolle dran, auf den ersten Rängen, beziehungsweise ich glaube es war eine nur Sprint. Und dann einmal in den Top 3 und 6 Tage lang haben wir dann das Führungstrikot behalten, um es dann am letzten Tag wegzugeben. Ich habe mich da ein bisschen sehr aufgeregt, dass habt ihr wahrscheinlich genauso gemerkt wie ich, aber ich fand es einigermaßen gerechtfertigt. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wir hätten die ganze Zeit über aufpassen müssen, dass Belkov mit Rodriguez gar nicht erst zurückfällt. Und dann hätte das vielleicht anders ausgesehen. Da hätten wir uns wieder ein bisschen mehr auf Rodriguez konzentrieren müssen, denn unsere anderen Fahrer waren eh irgendwo am Arsch der Welt. Die hätten wir nicht unbedingt gebraucht. Und wir sehen jetzt, dass wir fast dasselbe Startfeld haben, was wir zuletzt bei Wevelgem und so weiter hatten. Da waren, glaube ich, Belkov, Smokulis und so weiter. Die waren, glaube ich, auch mit dabei, oder? Ne, die meisten waren, glaube ich, mit bei der letzten Tour. Gut, aber wir werden jetzt die Depan-Tour nur simulieren. Wir werden uns das Ganze mal angucken. Das ist hier wieder eine Kopfsteinpflaster-Geschichte für Paulini. Und da müssen wir natürlich einfach mal schauen, dass wir das auch so ins Ziel bringen. Wir werden für die Etappe fahren. Und ansonsten haben wir eigentlich auch niemanden dabei, der jetzt hier großartig ausreißen müsste. Selig als Sprinter dabei. Das ist schon richtig. Das sind alles Wasserträger und Belkov, Beiström sind ebenfalls freie Fahrer, die wir allerdings jetzt nicht ausreißen lassen müssen. Wir werden das schnell simulieren. Das werden wir mit der ganzen Depan-Tour machen. Deswegen wird es auch heute kein 3D-Rennen geben. Paulini auf Platz 7 gekommen, das ist schon mal nicht so schlecht. Dafür, dass seine Werte halt auch immer nicht so gut sind. Beiström auf der 18. Vorobjev auf der 43. Waren das die beiden, die wir frei fahren lassen haben? Selig als Sprinter hier auf der 48 kam wahrscheinlich nicht so gut über die Hügel. Ja, 69 Hügel dürfte eigentlich einigermaßen gehen. Kopfstein ist sogar 66, also der könnte sogar noch ein bisschen besser werden.
Ansonsten haben wir noch nicht mal den letzten Fahrer gestellt. Belkovs Mogul ist hier die letzten auf der 132. Das ist in Ordnung. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Etappe. Ja, warum ich das Ganze mache, ist einfach, weil wir nicht so viel Zeit haben, dass wir hier jede kleine Minitour fahren müssen. In der U25-Wertung sind Beiström und Woropjew dabei. Das ist schon mal gut. Beiström könnte eventuell da sogar was reißen. Und das ist eine richtig, richtig flache Etappe. 184,4 Kilometer. Das ist eine sehr lange flache Etappe. Das heißt, wir sollten mal schauen, wer hat hier einen guten Ebenenwert. Dass wir den vielleicht sogar ausreißen lassen. Dass der mal mitfährt. Da ist Belkov sogar relativ gut mit dabei. Also da wollen wir den mal versuchen lassen auszureißen. Angriffen folgen. Mal sehen, was das bringt bei ihm. Ich glaube nicht allzu viel, weil die restlichen Werte halt nicht allzu prall sind. Aber er kann es ja einfach mal probieren. Und wir schauen uns das Ganze an. Wie es denn jetzt läuft. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt einen Arzt eingestellt hatten. Auf der Etappe sind wir dann schon wieder gar nicht mal so gut dabei. Selig hier ganz weit vorne. Auf der 25. Beiström dadurch, dass er ausgerissen ist, das ist auch noch ein bisschen weiter vorne. Und Paulini kommt... Na gut, das ist eigentlich ein Sprint gewesen, von daher ist es egal. Hat sich halt Paulini nicht wirklich am Sprint beteiligt. Da müssen wir aufpassen, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. Er dürfte damit aber immer noch auf Platz 7 in der Gesamtwertung sein. Außer, na gut, hinter ihm waren Leute, die Zeitbonifikation gekriegt haben, dann ist er höchstens auf Platz 10 gerutscht. Wobei, nee, stimmt. Jetzt können ja zwischendurch auf der Etappe auch noch Sprint-Parts gewesen sein, wo andere Zeitbonifikationen gekriegt haben. Das stimmt ebenfalls. So, wir haben 110 Kilometer, das ist gar nicht so lang die Strecke. Und wir sollten uns, ja, einen Arzt haben wir mittlerweile, glaube ich, eingestellt fürs ganze Rennen. Selig soll mitsprinten, das ist logisch. Da brauchen wir jetzt ja nicht mitsprinten. So, Belkov lassen wir mal weiterhin so drin. Und am Sprint soll Paulini eigentlich auch mit teilnehmen. Soll allerdings nicht hier um diese Sprint-Dinger mitfahren. So, wieder eine Sprint-Ankunft, das war ja klar. Keiner von uns hat es hier so gut gemacht. Selig ist auf Platz 20 gekommen. Auch nicht wirklich weit vorne. Dumoulin, Christoph im freien Fall ist in diesem Monat entscheidend zurückgefallen und hat im Klassement der SIA World Tour 29 Plätze verloren. Ja gut, er fährt ja auch gar nicht. Der soll ja bei der Tour de France mitfahren. Ich hoffe, dass da vorher nochmal ein bisschen was kommt für ihn. Ich glaube, da war noch eine Sache. Und ich sehe gerade, wir fahren hier nochmal ein Zeitrennen. Das würde ich mir ganz gerne noch sogar antun. Das ist auch gar nicht so lange, was das Laden angeht. Das tun wir uns, glaube ich, selber nochmal fix an. Also, wir sind gar nicht so weit hinten mit Paulini und das ist ein guter Zeitfahrer. Warum sollten wir da nicht einfach mal sagen, wir fahren das Ding selber? Und wie gesagt, normalerweise dauert es ja ziemlich lange hier die Ladezeiten, aber gerade bei Zeitrennen geht es einigermaßen und die sind auch gar nicht so lang. Das heißt, der Part wird nicht so lang werden. Dafür wird dieser Part relativ spät kommen. Ich wollte es eigentlich so machen, dass ich alles simuliere, damit der heute dann noch relativ früh rauskommt. Aber so dann doch nicht möglich. Also ich nehme das Ganze hier am Sonntag auf, gerade mal um 10 oder so. Und es wäre so gewesen, dass wenn ich es geschafft hätte, alles durchzusimulieren, dass wir dann da relativ gut durchgekommen wären. Paulini ist nicht der Favorit. Wir haben gesehen, Woropjew ist sogar noch ein bisschen besser. Das war ja der Fahrer, der eigentlich nur im Zeitfahren einigermaßen was konnte. Und ansonsten wäre es schön, wenn Beiström hier was reißt. Was hatten wir eigentlich an Werten? Na gut, das sehen wir jetzt hier gerade wieder nicht. Ist ja wie immer. Und unser erster Fahrer ist auf Platz 131 mit Belkov. Da wird also der erste starten. Dann Smokul ist auf 122 und der Rest ist schon unter 100. Das ist schon mal gut. Und wir haben, glaube ich, heute auch zwei bis drei gute Zeitfahrer dabei. Woropjew, Paulini. Und, na gut, das sind die, die mir jetzt bekannt sind. Wie gut die anderen im Zeitfahren sind, weiß ich gar nicht. So, jetzt muss einmal noch, genau, die zweite Dings durchgehen. Hier Hardware Instancing Fahrer und dann sind wir schon so gut wie auf der Strecke.
Wir werden heute natürlich nicht auf Platz 1 fahren, aber wir können gut was reißen. So, wir gucken mal nochmal ganz kurz aufs Klassement, aus dem Grunde, weil ich wissen will, wie viele Fahrer dabei sind. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wir haben dabei 198 Fahrer, wie es aussieht. Das ist riesengroß für diese Tour. Pauline hat 55 Sekunden Rückstand. Es ist möglich, da noch ein bisschen nach vorne zu fahren. Mal gucken, Debacker hat zum Beispiel den Zeitfahrwert von 58. Dann haben wir hier einen Zeitfahrwert von 72. Den könnten wir einholen. Wobei Paulini gar nicht so gut ist im Zeitfahren, wie ich sehe. Warum habe ich denn gedacht, dass der so richtig gut wäre im Zeitfahren? Das ist natürlich schade. Wie sieht es bei Beiström aus? Auch nicht wirklich gut. 66. Der ist aber noch ein bisschen besser. Lutsenko, das ist... Ja, das sind schon... Also drei gute Zeitfahrer sind auf jeden Fall vor Paulini. Aber es ist nicht so, dass er jetzt gar nichts reißen müsste. So, dann lassen wir die mal alle starten. 4, 5, 6. Also das dauert gerade wahrscheinlich doch relativ lange, bis die erstmal gestartet sind. Weil bei 196 Fahrern im Feld kann das schon sich mal ein bisschen hinziehen. Das habe ich vorher nicht beachtet. So, Ricardo Zuidl, der ist da vor 12 Sekunden vor Ivan Basso. Jetzt fährt Chris Anker Sorensen da nochmal rein. Daniele Benatti ist da vorne mit reingefahren. Und Maxime Bouet ist nochmal 20 Sekunden davor. 7 Minuten 23, das ist schon keine schlechte Zeit. Ich denke mal, wenn man so einen Abstand da nochmal reinfahren kann, obwohl dahinter nochmal so ein richtig schöner Abstand war, auf Ivan Basso, dann wird es schwierig. So, jetzt haben wir schon unsere ersten Fahrer hier durchfahren lassen. Belkov fährt mit der 70 und fährt damit auch nicht so schlecht. Allerdings ist die Strecke gleich zu Ende und sein Ausdauerbalken noch nicht. So, Smokulis hat einen richtig guten Tag heute. Würde ich beinahe mit der 70 mal fahren lassen. Ach so, wir müssen es andersrum machen. Der hat hier noch richtig, richtig Power drin. Dass der mal mit der 90 hier lospaced. Wahrscheinlich ist sogar mehr drin. Bisschen weniger. Ja, das hätten wir vielleicht ein bisschen anders timen müssen. Smokulis, dem bleiben wir jetzt dran. Wir wissen, da kommt erstmal nichts. Der nächste Fahrer ist bei Platz 89 unterwegs. Das heißt, da geht einiges. So, wir können schon hochgehen mit der Ausdauer. Jetzt gehen wir wieder runter. Damit er jetzt nicht zu viel verliert. Na, jetzt wird es langsam mit der Strecke wieder ein bisschen eng. Smokulis ist auch gar nicht so ein schlechter Zeitfahrer, wenn man das mal so im Auge hat. Kurz vorher hat er haben die Kräfte verlassen, aber er ist am Ende Zweiter geworden, also gar nicht mal so schlecht. Gate Smokulis, der ja eigentlich nicht wirklich irgendwas gut konnte bisher, hat es hier auf Platz 2 bisher geschafft. Das ist wichtig, da kommen noch einige. Zeitfahren 68 ist nicht der beste Wert. Da kommt zum Beispiel eben der Borobjev noch, der ist relativ gut, was Zeitfahren angeht. Der Gesamtwertungsführung ist eben durchgekommen. Und wir gucken uns mal an, wann hier der nächste von uns startet. Haben wir natürlich ein bisschen verpennt hier. Hätten wir mit Belkov schon mal ein bisschen proben können. Kurzonschuk ist der nächste. Der heute eine minus 1 Tagesform hat. Den lassen wir aber trotzdem erstmal mit einer 70 hier durchradeln. Und Kuznetsov, die beiden sind auch echt nicht zu trennen. Den sollten wir... Na gut. 70 hält jeder eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann überholt der Ausdauerbalken irgendwann den Streckenbalken. Jetzt kann man zum Beispiel schon hochgehen. Auch mit 73. Irgendwann sind die dann wieder so platt, dass das sich gegenseitig wieder auffrisst. Also dass der Ausdauerbalken die Strecke wieder einholt. Das ist jetzt wieder der Fall. Wenn wir jetzt hier mit einer 70 gehen, dann geht's wieder. Kurz vorher kann der immer noch verkacken, da passiert dann nicht mehr so viel. Und Kuznetsov hat noch ganz gut Kraft. Gehen wir mit der 71. Bisschen zu viel gegangen. Und Smokulis ist mittlerweile schon auf Platz 5 runtergerutscht. Trotzdem keine wirklich schlechte Sache für so einen Fahrer. Mit 68 Zeitfahrwert ist er da gar nicht so verkehrt. Mittlerweile auf der 6. 17 Sekunden Rückstand.
Da wird im Gesamtklassement natürlich auch nichts mehr gehen für den. Wäre aber schön, wenn wir hier Paulini nochmal ideal fahren lassen könnten. Da ist auch die Frage, was die mir für Tagesform mitbringen. Da ist Selig. Der hat 0 Tagesform. Wenn wir den mit einer 71 die ganze Strecke überfahren lassen, will ich mal sehen, wann der Balken da den anderen aufholt. Das passiert momentan so halbwegs. Ja, die sind ungefähr gleich schnell, das ist schon mal nicht unbedingt schlecht. Er ist im Zeitfahren nicht der Beste, aber jetzt kommt unser bester Zeitfahrer, der natürlich eine richtig schlechte Tagesform erwischt hat. Trotzdem können wir den hier mit einer 74 oder so fahren lassen. Ich glaube, das würde hinhauen, dass der Balken da trotzdem den anderen relativ schnell frisst. Und bei Selig sind wir schon fast zu hoch gefahren. Fahren wir mit der 70 noch rein hier. Auf Platz 47 im Ziel. Also zwischenzeitlich waren wir echt nicht wirklich gut und dann holen wir richtig gut auf. So, mit Vorobjev sind wir immer noch dabei, hier das aufzuholen. Ich glaube, wenn wir jetzt wieder mit einer 70 fahren, geht's besser. Allerdings haben wir schon eine richtig gute Strecke hier mit einer 74 durchgehauen. Und so langsam überholt da der Ausdauerbalken wieder den Streckenbalken. Alles in Ordnung. Mit einer 71, 72 sind wir im Ziel auf Platz 5. Na gut, hätten es vielleicht besser machen können, aber na gut. Smokud ist auf Platz 12 gerutscht. Und wir gucken uns an, wann Weiström startet. Eigentlich wollte ich ja gar kein Rennen machen hier. Ist auch toll, wenn man das vorher ankündigt und dann doch fährt. Aber wie gesagt, bei so einem kurzen Zeitrennen hier, das dauert ja meistens nicht so lange, kann man das schon mal machen. Weiström hat plus einen Tagesform, da gehen wir nochmal eine 71 mit ihm. Er hat eine 66 im Zeitfahren. Und das dürfte kurz danach dann auch Paulini starten. Ich glaube, so weit auseinander waren die gar nicht. Insgesamt. So, Weiström hat immer noch ein bisschen mehr Kraft, als da Strecke ist. Genau, und Paulini ist schon im Start. Boah, das ist ja unfair. Den haben sie so verheizt, dass der hier am Anfang gar nichts fahren kann. Belassen wir mal die 70 und gucken, ob das überhaupt aufgeholt werden kann. Bei Weiström sieht es so aus, als ob er mit der 70 einfach durchfahren kann, oder 71 hier. 55. Nichts wirklich gerissen. Smokul ist aus den Top 10 raus, Vorobjev ist Platz 7. Die werden jetzt da nicht mehr großartig was reisen. Vielleicht kann Paulini noch vor den ein oder anderen da vorne kommen, aber viele werden heute hier ganz viel aufholen. Deswegen bringt es ihm auch nicht so viel. Ja, am Ende kommen wir hier gerade so mit der Ausdauer hin. Aber ja, wir mussten hier mit 65 rumkurven, weil der wäre sonst tot gewesen und verliert so viel Zeit. Das ist einfach, ja, nicht mehr zu machen war. Der letzte ist Bocic, der hier kommt, der Gesamtwertungsführende. Der fährt auch keine wirklich gute Zeit ins Ziel, war nicht in den Top 10. Mit Vorobjev haben wir hier ganz gut nochmal was gerissen. Ansonsten kenne ich ja die ganzen Fahrer nicht, die vor uns waren. Die habe ich jetzt alle nicht angeschaut, aber da wären wahrscheinlich einige von denen, die jetzt hier vorne waren. Hier Kignato zum Beispiel, Bocic. Das waren welche, die hier gut beim Zeitfahren dabei waren. Die sind jetzt in der Gesamtwertung auch ziemlich weit vorne. Und somit werden wir hier wahrscheinlich nicht großartig beachtet werden. Bei den Wertungen sind wir nicht mit drinne. Punktewertung, Bergwertung, da waren wir sowieso, glaube ich, nicht involviert, haben wir auch keinen Fahrer gehabt, der darauf fahren hätte können. Nachwuchsfahrerwertung, da haben wir Beiström auf Platz 5 mit 1 Minute 3 Rückstand. Das ist nicht viel. Vorobjev mit 1 Minute 14 Rückstand, das ist auch nicht wirklich viel. Also eigentlich war das Zeitfahren mit das Wichtigste bei dem ganzen Ding. Und wir sind auf Platz 7 der Gesamtwertung, das ist schon einigermaßen in Ordnung. Und wir gucken uns gerne nochmal an hier in der Gesamtwertung, wo wir da stehen. Obwohl, so gerne gucken wir uns das doch nicht an. Und jetzt falsch rum. So rum. So, Beiström ist am Ende hier der Beste in der Gesamtwertung bei uns. 19. Paulini auf Platz 22. Vorobjev auf der 24. Und alle anderen sind wahrscheinlich ziemlich weit weg. Selig auf 51. Gut, das war die Depan-Tour. Kurz und knackig. An einem
oder in einem Part hier verbuggt. Und wir gucken uns dann gleich mal an, was als nächstes kommt. Preisgeld für die Depantour. Gucken wir uns auch nochmal an. Dürfte nicht allzu viel bei rumgekommen sein. Wenn der uns denn lässt, könntest du jetzt, ja, so mal stoppen. Stopp. Stopp. Noch ist es ja drin. Neuer Tag. So, Simulation beenden. Alles klar. Was wir wissen wollten war, Preisgeld für die Depantour, 1100. Ist natürlich auch kein großer Event, aber wenn man sieht, was wir sonst bei Rennen, wo wir eigentlich ziemlich viel gerissen haben, zu kriegen, ist das schon relativ viel noch. Und als nächstes ist hier die Ronde de Flandern. Oder Ronde Flandern. Das wird ja auch nochmal richtig böse. Da müsste Pauline ja auch dabei sein bei diesen ganzen Geschichten hier. Gucken uns das natürlich nochmal schnell an. Planung, Fahrer, Ronde Flandern. Die ist jetzt schon heute, würde ich sagen. Und wieder so eine richtig, richtig böse Strecke hier. Mit ganz viel Kopfsteinpflaster und Hügelparts. Christoph war hier sehr, sehr gut. Aber der hat wahrscheinlich hier keinen Auftrag, oder? Ist der mit dabei? Natürlich nicht. Wir haben nur Caruso und Trofimov dabei. Was sind das für Fahrer? Kopfsteinpflaster 54 kann man gar nicht gebrauchen. Ich würde mal so eiskalt behaupten, dass wir das gar nicht fahren brauchen mit solchen Fahrern. Chad Mackey hat, glaube ich, einen relativ beschissenen Wert, genau. Kolobnev, 61. Da sind ja auch einige dabei, die wir beim letzten Mal schon dabei hatten. 53er Kopfsteinwert, also ich sollte mich echt mal ein bisschen danach richten, was da ist. Gerade wenn das auch zur CIA World Tour gehört, dass wir da auch mal ein bisschen was reißen können. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Kochetkov mit einer 61 und Smukulis hat, glaube ich, auch keinen guten Kopfsteinpflaster. Das ist noch der beste Kopfsteinpflasterfahrer mit 65. Aber ganz ehrlich, das werden wir auch noch schnell bitte simulieren. Dann wird es dann doch ein relativ langer Part und dadurch wird er dann doch irgendwann heute Abend erst kommen. Tut mir leid, dass das so ist, aber ich habe nicht gedacht, dass das hier so viel ist, was wir simulieren und dann auch noch fahren. Also ich hätte es mal nur simulieren sollen. Wir haben eh nicht viel gerissen am Zeitfahren. Ich denke, was hätten die sogar ohne uns einigermaßen hinbekommen. So, wir nehmen noch einen Arzt mit. Haben heute eigentlich keinen guten Hügelfahrer dabei, Kopfsteinpflasterfahrer dabei. Das ist Beiström. Und einen Hügelfahrer, das auch mit am besten Morganov. Allerdings ist Beiström da auch nicht schlecht. Also wir fahren Beiström heute Kapitän. Sollte klar sein. Nein, du nicht. Beiström ist Kapitän. Die Jungs hier sind nicht seine Wasserträger, sondern die von Beiström. Braucht hier überhaupt irgendeiner sprinten? So wirklich sinnig ist das nicht, ne? So, das heißt, wir brauchen diverse Fahrer, die ihn hier unterstützen. So soll das eigentlich nicht sein. Wo ist denn Beiström? So, was wir brauchen ist Wasserträger. Das kriegen wir gerade nicht hin. Achso, wir müssen die, glaube ich, da hinziehen, ne? War das so? Wasserträger, 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 Wasserträger. Die anderen sollen sowieso nicht reißen heute. Wenn die dem alle hier das Wasser reichen, dann könnte es vielleicht noch einigermaßen was werden. Für die Etappe fahren. Und alle anderen sollen hier eigentlich nichts machen. Trofimov, bringt das was, wenn du angriffen folgst? Ja gut, kann er machen. Er hat jetzt relativ gute Hügelwerte und so weiter. Ihr sollt nicht angreifen. Und auch nicht fahren wie im Angriff. Ihr sollt eigentlich nur euren Kapitän unterstützen. Wäre gut, wenn ihr da was für ihn reißt. Und das wird nichts werden. Beiström wird hier nicht wirklich was gewinnen. Vielleicht in die Top 20, das wäre schon sehr gut. Alles andere ist utopisch. Und Trofimov trotzdem der beste Fahrer, obwohl wir dem gar nichts eingestellt haben. Was habt ihr denn mit Beiström gemacht, sag mal? Der soll auf die Gesamtwertung fahren und ist hinter fast allen anderen. Das ist ein bisschen komisch gelaufen, aber egal. Wie gesagt, wir wollten hier sowieso nicht groß was reißen auf der Etappe. Deswegen auch nicht so schlimm. Gut, wir schauen uns mal ganz schnell an,
wo es denn weitergeht. Also hier haben wir sowieso nicht reisen können, war auch nicht geplant. Und es geht weiter mit der GP Alpe Basco, auch ein See Your World Tour Event. Deswegen so unwichtig nicht. Wir sehen da oben, es ist für Losada sogar ein Ziel. Für Trofimov ebenfalls und Borganov ebenfalls. Vorobjev auch. Also die vier Fahrer wollen heute hier was reißen, beziehungsweise nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Und dann sehen wir schon, die Super Giro ist gar nicht so weit entfernt. So lange dauert es nicht mehr, allerdings der GP Alpe Basco 6 Etappen, das heißt 6 Tage nochmal damit verbringen. Und ja, der Part ist jetzt doch extrem lang geworden, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.